Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der Société Générale. Wir sprechen heute über das Thema Inflation und insbesondere darüber, wie Sie Ihr Geld vor der Entwertung schützen können. Als Gast begrüße ich heute Patrick Kesselhut. Herr Kesselhut, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Anatsch, freut mich. Ja, wir sprechen über die jüngsten Inflationsdaten. In Deutschland ist die Teuerungsrate zuletzt etwas zurückgegangen, 7,5%. Wie bewerten Sie die jüngsten Inflationszahlen? Ja, der Rückgang ist natürlich durch den Rückgang des Ölpreises in erster Linie begründet. Beide Sorten Brent, WTI, haben ja in den letzten Tagen schon deutlich korrigiert. Das drückt natürlich dann auch die Inflationsraten nach unten. Ein zweiter Effekt ist natürlich, und das dürfte sich in den nächsten Monaten weiter verstärken, dass die Inflationsrate immer auf den Vormonat oder auf den Monat sozusagen der 12 Monate davor gerechnet ist als Bezugsgröße. Und wenn die natürlich höher liegt, dadurch, dass das Preisniveau insgesamt steigt, fällt natürlich rein mathematisch auch schon irgendwann einmal die Inflationsrate nieder. Das ist das Zweite. Man muss aber sehen, dass Volkswirte für Deutschland erwarten, dass die Inflation noch mal ein Stückchen ansteigen könnte auf über 9%. Das liegt darin begründet, dass es ja die Gasumlage demnächst gibt, die auch bis 2024 dann umgelegt werden soll. Hinzu kommt ja wohl noch mal die Mehrwertsteuer, wie der Gerichtsentscheid wohl lautet. Das heißt, das dürfte noch mal ein Stückchen über 9% dann gehen. Erstmal, bevor dann vielleicht wirklich, wenn die Rezession aufkommt und es gibt Anzeichen dafür, dass die kommen wird, dann wieder auf die Wirtschaftsleistung drückt und die Inflation dann vielleicht auch wieder sich zurückzieht. Sie haben es eben angesprochen, auch mit der Gasumlage und mit der Mehrwertsteuer. Außerdem läuft der Tankrabatt bald aus und ja, auch das 9-Euro-Ticket, das ja von vielen Verbrauchern begrüßt wurde. Jetzt haben Sie es schon gesagt, Sie erwarten oder Volkswirte erwarten, dass die Inflation bald auf knapp 9% ansteigen wird. Was bedeutet das denn für Verbraucher, wenn knapp ein Zehntel vom Gehalt fehlt? Ja, das spüren natürlich die Verbraucher und man merkt es auch beispielsweise an den Einzelhandelsumsätzen, die gemeldet wurden. Das waren -4% die letzten Zahlen. Das ist nach Corona, nach dem Corona-Effekt, den es gab, der tiefste Stand oder der größte Rückgang seit über 70 Jahren tatsächlich. Da muss man sich mal vergegenwärtigen, was das wirklich bedeutet, was da passiert, wenn man sagt 4%. Naja, aber es ist wirklich im Einzelhandel, in der Masse dann gesehen, wirklich ein sehr starker Rückgang, den Volkswirte sozusagen als erstes Anzeichen auch einer vielleicht kommenden Rezession deuten, weil einfach die Kaufzurückhaltung da ist aufgrund der gestiegenen Preise. Wie nehmen Sie das denn wahr bei der Société Générale, Herr Kesselhut, mit dem Investieren? Weil es fehlt ja etwas Geld auf dem Konto, dadurch, dass ja die Inflation halt auch 7,5% derzeit in Deutschland auffrisst. Investieren Ihre Anleger trotzdem noch weiter? Bleibt da noch Geld übrig? Ja, da muss man schon sagen, da wird weiterhin kräftig investiert. Man muss natürlich sehen, dass Aktien, auch Rohstoffe einen gewissen Inflationsschutz bieten, eigentlich Sachwerte generell, natürlich Immobilien auch, wobei Immobilien ja relativ teuer immer noch sind, zusätzlich zu den hohen Zinsen, die die Finanzierung dann oft erschweren und auch Immobilien ja relativ sperrig als Anlagegegenstand. Ich habe hohe Kaufnebenkosten, ich habe eine lange Haltephase aus steuerlicher Sicht meistens. Das habe ich alles bei Aktien so nicht und bei Derivaten und wir merken natürlich einen entsprechenden Umsatz bei den strukturierten Produkten und auch gerade in so Märkten, wie wir es jetzt haben, wo einfach die Fantasie nach oben begrenzt ist, eignen sich oftmals Reverse-Produkte an, also die von Seitwärtsmärkten, aber auch fallenden Kursen profitieren können als Anlageprodukt tatsächlich. Da sehen wir stark erhöhte Umsätze. Das gibt es natürlich so nicht, wenn man das Direktinvestment in die Aktie tätigt. Sie haben uns ja heute auch beispielhaft ein Produkt mitgebracht, mit dem Anleger sozusagen Inflationsausgleich schaffen können. Das Geld, die Kaufkraft, dass sie bleibt und vielleicht sich auch noch vermehrt. Können Sie uns mehr zu dem Produkt erzählen? Genau, Hintergrund ist, es gibt ja Bereiche in der Wirtschaft, die durchaus von höheren Preisen profitieren, also die Inflationsprofiteure sind, so will ich es mal nennen, die eben die Preise durchgeben können nach weiter hinten so gesehen. Wir kommen gleich noch dazu, was das für Branchen sind. Hier haben wir mal die Rahmendaten vom Produkt da, neben der WKN und dem Auflagedatum April diesen Jahres, sehen wir auch, es ist US-Dollar basiert, weil natürlich ein Großteil der enthaltenen Werte US-Dollar basiert sind. Die Société Générale hat es aufgelegt. Der Index ist aber selbst von der Solective AG, wird vierteljährlich überprüft und auch wieder angepasst auf die Ursprungsgewichtung im März, Juni, September und Dezember, um hier einfach sozusagen die Dinge immer ausbalanciert zu halten. Es sind 100 Aktien enthalten. Und die Nettodividenden, also das, was wirklich dann auch ankommt nach Abzug von Quellensteuern oder sonstigen Steuern, das landet wieder im Index, also wird dem Index zugerechnet, sprich fließt wieder mit ein.
Und weitere Informationen grundsätzlich für alle gibt es auch unter sgindex.com. Mhm. Was ist das denn genau? Welche Unternehmen sind in dem Index vertreten? In was investieren die Anleger und warum ist es lukrativ? Genau. Also man sieht hier so eine Aufteilung schon mal der Branchen, da kommen wir aber gleich noch näher zu, und die größten Gewichtungen im Index. Das sind jetzt Unternehmen, die man nicht unbedingt direkt so kennt, oft auch in den USA, Kanada basierend, Niederlanden. Man kennt vielleicht noch hier aus dem Technologie- oder Halbleiterbereich Festplatten, Western Digital, NXP. Dann wird es bei den meisten auch schon eng, Continental aus Deutschland, klar. Man muss aber sagen, es ist eigentlich eine gute Ergänzung in jedem Portfolio, weil oftmals ist es ja so, wenn ich eine S&P 500 Anlage habe, Dow Jones oder Nasdaq, da habe ich mittlerweile halt die großen Technologiewerte, machen einen überwiegenden Teil aus. Apple, Meta, sind wirklich Microsoft mit einem sehr hohen Prozentsatz drin, und oft habe ich diesen Mechanismus auch in anderen Produkten, sodass ich dann eben insgesamt, wenn ich es rechne, einen sehr, sehr hohen Anteil doch irgendwie auf den paar wenigen großen Technologiekonzernen habe. Hier halt eben nicht durch die breite Streuung. Man sieht auch, die Gewichtung eines einzelnen Wertes ist selten deutlich über 1%. Und wie gesagt, auch keine Technologie jetzt wirklich so gesehen enthalten, außer jetzt hier dann auch die Unternehmen, die dann diese Preise auch weitergeben können. Das sind aber nicht die zum Beispiel den S&P 500 oder Nasdaq in den letzten Monaten und Jahren so stark bewegt haben, sondern es sind einfach andere Werte. Sie haben eben die breite Streuung als Vorteil benannt, Herr Kesselhut. Wir sehen hier, welche Branchen vertreten sind in dem Index. Welche Vorteile sehen Sie darüber hinaus? Gut, man sieht wirklich als Beimischung eben gedacht, die Grundstoffe fast mit einem Viertel natürlich, also industrielle Güter, dann Konsumgüter. Wir kennen es alle im Supermarkt, wenn wir einkaufen gehen, die Produkte dort werden einfach teurer, sind oftmals auch Produkte des täglichen Lebens, da kann man nicht wirklich dran sparen, also werden hier halt eben auch die Preise weitergegeben. Industrie schon angesprochen, Öl und Gas natürlich auch Profiteure von den höheren Preisen tatsächlich, muss man sagen. Und die Technologie mit 20%, also eine recht ausgewogene Mischung eigentlich hier. Und das Produkt ist wirklich, wie gesagt, als Beimischung im Depot gedacht, um hier einfach ein Stückchen die Inflation abfedern zu können, indem man auf Werte setzt, die halt eben eher davon profitieren. Und Sie sehen es auch als Vorteil, dass der Technologiesektor jetzt nicht übergewichtet ist in diesem Produkt? Richtig, genau. Das war schon die angesprochene Koppelung an die großen Titel, die ohnehin in vielen großen Indizes drin sind. Die sind eben hier sehr, sehr gering gewichtet, sodass wirklich der Fokus auf eben mal anderen Branchen liegt, die typischerweise auch bei Anlegern, muss man sagen, tatsächlich oft zu kurz kommen. Wir haben noch eine Grafik, Herr Kesselhut. Da sieht man die Länderverteilung. Was unsere Zuschauer natürlich auch interessiert, welche Nachteile gibt es bei einer Investition? Was kann schieflaufen? Also man sieht recht natürlich hohen Anteil von Dollar und Kanada-Dollar. Das ist natürlich so, wenn der Dollar stärker wird, ist es aus Euro-Sicht eher ein Vorteil für Euro-Anleger. Dann hat man sozusagen einen Währungseffekt, der zusätzlich für einen spielt. Jetzt ist ja der Dollar schon relativ stark geworden die letzten Monate. Muss man gucken, ob das so weitergehen kann. Die US-Notenbank erhöht natürlich weiterhin die Zinsen. Das spricht erstmal auch für den Dollar. Trotzdem ist immer die Frage, was ist da schon eingearbeitet? Also letzten Endes hat man ein Währungsrisiko und wie gesagt, das kann natürlich mal ein Vorteil und ein Nachteil sein. Hängt dann auch von der Haltedauer ab. Wenn ich so ein Produkt länger halte, habe ich immer mal Phasen, das spielt es ein bisschen für mich, ein bisschen gegen mich. Wichtig aber insgesamt ist, es ist eine Streuung und ich habe trotzdem auch noch einen hohen Anteil an Euro-Ländern mit dabei. Also es ist nicht nur Dollar-Risiko. Es ist eigentlich überschaubar mit knapp 40% und von daher eigentlich auch eine ausgewogene Mischung im Gesamtkontext. Was gibt es bei einer Investition zu beachten? Und wenn man noch weitere Infos braucht, Sie hatten es vorhin schon mal angeteased, wo kann man sich weiter einlesen, Herr Kesselhut? Genau, also unter sg-zertifikate.de haben wir auch Informationen über dieses Produkt da. Da kann man dann auch den Link finden zum Indexanbieter, wo man dann tagesaktuell auch die Zusammensetzung beispielsweise sehen kann. Grundsätzlich ist aber zu sagen, zu den Risiken natürlich auch, es ist ein Produkt, was einfach 1:1 den Index nachbildet. Das heißt, wenn der Index eben fällt, dann fällt auch dieses Produkt natürlich gleichermaßen mit. Zusätzlich das schon angesprochene Währungsrisiko und das Emittentenrisiko, weil letztlich Zertifikate Inhaber Schuldverschreibungen sind. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Kesselhut. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Anlageidee mit der Société Générale. Bis zum nächsten Mal.